Genau, wir sind auf Sendung. Gut. So. Herzlich willkommen zur fünften Vorlesung unserer Reihe Philosophische Kritik der Corona-Politik von der Heike-Ionischen Assoziation für radikale Philosophie. Mein Name ist Emanuel Seitz und ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Hans-Martin Schönherr-Mann, diejenigen, die die Vorlesung verfolgt haben, ja auch mittlerweile werden. Er spricht heute zum Thema Corona und Hannah Arendt, also über die Frage, schränken Sie Ihre Sozialkontakte ein, heben Sie Ihre Menschlichkeit auf, verhindern Sie die Kommunikation, wie lässt sich das Ganze mit Hannah Arendts Theorie des Pluralismus verbinden? Bitte, Herr Schönherr-Mann. Ja, vielen Dank. Und damit darf ich auch alle, die sich zugeschaltet haben, begrüßen. Ja, Sie haben ja das Thema schon genannt. Ich war damals etwas entsetzt, als ich den Satz noch vor dem ersten Lockdown hörte von Merkel, schränken Sie Ihre Sozialkontakte ein. Das fand ich doch eine ziemliche Anmaßung. Es ist ja dann noch viel schlimmer gekommen. Also blieb ja nicht bei einer Aufforderung. Das hätte man ja noch sozusagen tolerieren können. Aber es wurden dann schlichte sozusagen Gesetze in Anführungszeichen, Maßnahmen, die durchaus mit staatlicher Gewalt durchgesetzt werden. Also das ist das Thema heute. Ich möchte allerdings, bevor ich mit Arendt anfange, um diese Thematik zu versuchen zu erläutern und so weiter, möchte ich doch noch einen kleinen Rückblick zu Levinas machen. Eine kleine Wiederholung zum letzten Mal. Nämlich, was ich noch mal betonen wollte. Also für Levinas ist klar, das Gesicht, das nackte Gesicht des anderen ruft mich in die Verantwortung. Und damit sind alle Elemente dieses Gesichtes gemeint. Das habe ich ja erläutert. Also ein verdecktes Gesicht kann man in der Tat in Frage stellen, weil ein verdecktes Gesicht ist kein Gesicht mehr. Da nützt die Tugend der Augen auch nichts. Sie können nicht mehr lächeln. Sie können keine indirekten Symbole verschicken. Das Gesicht gehört zur Kommunikation. Das ist aber nur die eine Seite, an die ich noch mal erinnern wollte. Was für Levinas eben ganz, ganz konstitutiv ist, das ist eben die daraus sich ergebende Verantwortung. Und diese Verantwortung ist individuell. Die ist die Verantwortung, die der Einzelne hat. Die kann ihm nicht oktroyiert werden von irgendwelchen staatlichen Stellen. Verantwortung, so wie sie Sartre 20 Jahre vorher, auch je nachdem, wann man, also Totalität und Unendlichkeit erschien 61, aber entwickelt hat er ja dieses Denken bereits spät in den späten 40er Jahren. Sartre hat das quasi auf den Weg gebracht, die Idee, dass der Mensch frei ist und dass er für sich selbst verantwortlich ist. Simone de Beauvoir hat das den Frauen in die Wiege gelegt, dass sie frei sind und dass sie sich selber ihr Leben ausdenken können und das umsetzen können. Und Levinas ist derjenige, der daraus wirklich eine Ethik macht. Er ist ja nun sozusagen, ich würde sagen, der bedeutendste Ethiker des 20. Jahrhunderts, weil er eben die Ethik zum ersten Mal radikal in das Individuum verlegt, hat Sartre auch schon gemacht, aber trotzdem, er hat sozusagen dahingehend keine eigenständige Ethik geschrieben. Und Levinas macht das dann. Und alle Ethik bis dahin war eben eine Ethik, die top-down funktionierte. Es war entweder die Allgemeinheit der Vernunft oder es war die Gesellschaft.
die als Rahmen gilt, an dem man sich zu orientieren hat, oder eben, ja, das ist im Grunde vergleichbar, eben ein Code, der christliche Code, den Sie befolgen müssen. Und dass das umgekehrt ist, vom Individuum ausgeht, das ist sozusagen das ist die eigentliche Wende der Ethik im 20. Jahrhundert, und die gilt für alle. Max Weber hat ja auch eine Verantwortungsethik entwickelt, die gilt aber bloß für führende Politiker und Manager. Das Volk muss gehorchen. Also sozusagen, wer verantwortlich ist, der ist frei. Aber wer nicht verantwortlich ist, der muss gehorchen. Das war Weber. Und Levinas ist derjenige, der ganz klar sagt, es ist das Individuum, und vom Individuum aus entsteht die Ethik. Das ist schon eine Revolution, kann man sagen. Denn sonst sagt man ja irgendwie, das haben sich kluge Leute ausgedacht, Propheten, Religionsstifter oder wie auch immer, kluge Philosophen, die haben sich sozusagen Ethiken ausgedacht und die müssen dann andere befolgen. Nein, die Ethik, wo entsteht sie? Wo entsteht sie ganz konkret? Und wo findet sie statt? Sie findet in der Zwischenmenschlichkeit statt. Und sie ist nicht einfach nur eine Art Überformung des Individuums durch eine Allgemeinheit. Das ist, und diese Ethik ruft quasi die Freiheit hervor. Das ist auch noch die besondere Pointe. Ich habe das ja mit Schindler verglichen. Schindler, in dem Moment, wo er die Verantwortung für seine jüdischen Arbeiter übernimmt, wird immer mehr verantwortlich für sie, indem er immer mehr für sie tut. Wie auch immer. Und das ist sozusagen das Moment der Freiheit dabei. Diese Freiheit bleibt eben auch wirklich eine individuelle Freiheit und eine individuelle Verantwortung. Und die Gefahr, die im Moment, aber nicht erst seit anderthalb Jahren, sondern auch schon vorher zugange war in der Öffentlichkeit, ist, dass man Verantwortung zu einer Art Pflicht umdefiniert. Und Pflicht war bei Kant ja auch mal freiwillig und wurde im 19. Jahrhundert zum Zwang. Und so haben wir eine Art Tendenz, aus einem eigentlich ursprünglich aus Freiheit und Individualität entstandenen Begriff, dass der quasi zu einem neuen Zwang wird, den man staatlich dann mit Maßnahmen, Gesetzen oder was auch immer festschreibt. Dass diese Tendenz, denke ich, ist nicht von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich die Frage, in der Situation seit anderthalb Jahren, ich sage mal, seit den späten 50ern hat sich, wie es Charles Taylor, der kanadische, große kanadische, alte politische Philosoph, so schön gesagt hat, das Verständnis durchgesetzt, dass jeder seine eigenen Angelegenheiten regeln will. Und dass er sich da nicht mehr einfach bevormunden lässt. Und dieses Verständnis von Selbstständigkeit und Mündigkeit, das, denke ich, hat sich schon durch die Sozialbewegung in der letzten Hälfte, also seit 50 Jahren, kann man sagen, hat sich das durch diese Sozialbewegung eigentlich manifestiert und ist auch gesellschaftlich in vieler Hinsicht anerkannt worden. Die Verantwortung wird manchmal eben doch individuell gesehen und nicht einfach nur sozusagen der Befehlsempfänger hat keine Verantwortung. Ja, da gab es ja dann Prozesse gegen Kriegsverbrecher und so weiter. Schon das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal hat das Argument, ich habe nur Befehle befolgt, nicht anerkannt. Und insoweithin hat sich also insgesamt ein Verständnis entwickelt, in dem sozusagen die Verantwortung schon etwas ist, was das Individuum für sich hat. Und eben seit anderthalb Jahren steht das ganz massiv in Frage. Und die Frage, die daraus natürlich sich im Weiteren ergibt, ist, wie wird es da weitergehen? Also rein tendenziell, denn enttäuschend ist natürlich, dass sozusagen
80% im letzten Jahr haben der Corona-Politik zugestimmt. Das sind Raten, die kriegen sonst nur Diktaturen mit gefälschten Umfragen zustande. Ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass da was gefälscht worden wäre. Nein, nein, das haben Sie schon so hingekriegt. Aber es ist natürlich absurd. Es gibt in einer Demokratie keine 80% Zustimmung. Kann es eigentlich nicht geben. Es müsste Kritik geben. Und da kann man dann sagen, da sind die kritischen Generationen irgendwie ziemlich eingeknickt. Und wie das dann sozusagen im Weiteren weitergeht, das ist sozusagen die interessante Frage, überhaupt im Hinblick auf die gesamte Entwicklung der, wie auch immer, Medizinisierung der modernen Gesellschaft. Ja, das als mehr oder weniger kleine Wiederholung und Erinnerung an Levinas. Und damit komme ich also zu Hannah Arendt. Ich fange jetzt mal hinten an. Hinten heißt in dem Fall in ihrem letzten Buch, das sie noch fertig geschrieben hat, was sie aber nicht selber publizierte, nämlich aus dem Band Das vom Leben des Geistes, der zweite Teil, Das Wollen. 1975 ist sie gestorben, 1906 ist sie geboren. Und fertig geworden ist sie eben mit dem dritten Teil nicht mehr, der sollte das Urteilen betreffen. Und in diesem Buch, da entwickelt sie, ja, man könnte fast sagen, es ist eine Art Anthropologie. Das gefällt mir persönlich wenig. Es ist das klassische Raster, und ich mache das jetzt hier auch einfach nach, heißt das klassische Raster der politischen Philosophie seit Platon. Wie soll die Politik aussehen? Wir brauchen daher ein Verständnis, was ist der Mensch? Also die Anthropologie wird in der Regel der politischen Philosophie vorausgesetzt, und dieses Verständnis ist bis heute weit verbreitet. Einer der Hauptvertreter der analytischen Philosophie, Ernst Tugendhat, insistiert auch darauf, dass wir eine Anthropologie brauchen, um daraus weitere politische Konsequenzen zu ziehen. Also wir müssen erst wissen, was ist der Mensch. Ich bin da sehr skeptisch, weil das ist eigentlich auch nichts anderes, als dass man eben irgendeine Lehre voraussetzt, irgendein Verständnis. Und wir wissen im Grunde nicht, was der Mensch ist. Wir können ihn so rum und so rum definieren, und die einen sagen so und die anderen sagen so. Und das Problem ist letztlich nicht auf diese Weise lösbar. Trotzdem, ich fange jetzt eigentlich ganz klassisch an. Am Anfang kommt die Anthropologie von Arendt, wenn man sie als eine solche bezeichnen soll. Und also vom Leben des Geistes, das Wollen, das geht um den Willen. Und der zentrale Gedanke, der ist, dass der Mensch eigentlich durch die Tradition der Philosophie falsch bestimmt wird, nämlich als der Sterbliche. Ja, da am Tod sind alle mehr oder weniger gleich. Alle kommen irgendwie unter die Erde oder sonst wohin. Der Sterbliche ist so die eben klassische Bestimmung, und Arendt sagt, nein, es ist der Gebürtliche. Die Gebürtlichkeit ist das Kennzeichen des Menschen. Und jetzt will ich Ihnen wenigstens gleich erstmal hier ein hübsches Zitat vorlesen, beziehungsweise auch mitlesen lassen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, was ist denn das? Ach so, jetzt muss ich erstmal hier hinklicken. Was haben wir hier? Ah ja, das müsste sein. Wieso ist da noch? So, das war nicht der Sinn der Sache. Nee, das war eine Mail, die ich angeklickt habe. Nicht mehr teilen. Nochmal den Versuch. Ich wollte sowieso dieses Programm schließen. Das schließe ich erstmal. Und dann ist es verschwunden. Dann kann ich das nicht mehr verwechseln.
Ein neuer Versuch und jetzt hoffe ich, dass ich das Richtige an. Jetzt gibt es auch noch keine Auswahl mehr. Jetzt müsste es eigentlich sein. Jawohl. Jetzt hat es geklappt. Oben sehen Sie nochmal die Lebensdaten von Hannah Arendt. Und Punkt 1, die Gebürtlichkeit und die Unterschiedlichkeit. Und eben das, also der Text vom Leben des Geistes, das, der ist ja 77, glaube ich, das erste Mal nach ihrem Tod erschienen. Können Sie hier unten sehen, das Wollen 1977. Und also aus diesem zweiten Teil, die sind eigentlich verfügbar in einem Band vom Leben des Geistes, das Denken, das Wollen. Und da heißt es jedenfalls hier, GW 248, zweifellos ist jeder Mensch, indem er geboren wird, ein neuer Anfang und sein Vermögen des Anfangs könnte durchaus dieser Tatsache des menschlichen Lebens entsprechen. Er ist ein neuer Anfang. Jetzt will ich das hier nicht mehr teilen. Und jetzt, glaube ich, muss ich irgendwie hier hingehen. Jawohl, jetzt bin ich auch wieder dabei. Jeder Mensch ist dadurch, dass er ein Gebürtlicher ist, mit dem Gebürtlichen kommt etwas Neues auf die Welt. Und das ist nicht nur etwas Neues, es ist deswegen etwas Neues, weil jeder Mensch, da ist sie im Grunde ähnlich wie Levinas. Jeder Mensch ist ein Eigener, ist etwas anderes. Er ist nicht der Andere, dieser Begriff gibt's, den gibt es nicht bei Arendt, sondern er ist dadurch, dass er ein Gebürtlicher ist, ist er sozusagen jemand, der einen neuen Impuls in die Welt bringt. Und dadurch ist mit jedem Mensch, kommt mit jedem Menschen sozusagen etwas Neues auf die Welt. Und dadurch, dass mit jedem Menschen etwas Neues auf die Welt kommt, ist es natürlich auch klar, wenn es jeder ist, dass das gilt natürlich für alle. Also wir haben im Grunde eine pluralistische Struktur. Auch Arendt geht nicht von der grundsätzlichen Gleichheit aus. Alle sind irgendwie gleich. Die Gleichheit liegt in ihrer quasi Novität. Jeder ist, man könnte sagen, ein Besonderer. Das Wort passt nicht ganz, aber ist egal, passt schon jetzt erstmal. Jeder Mensch ist ein besonderer Mensch und bringt neue Impulse in die Welt, kann damit in der Welt auch etwas Neues bewirken. Und das heißt aber, dass er, und das ist jetzt sozusagen, da gibt es eine Parallele und einen Unterschied zu Levinas, er ist anders als der andere, das ist gar keine Frage, weil jeder hat seine Novität, jeder ist der Gebürtliche, jeder bringt was Neues in die Welt. Und dadurch ist er zwar nicht wie bei Levinas diese vollkommene Andersheit, aber er ist schon ein anderer Mensch. Und es gibt eine Differenz zwischen den Menschen. Die Menschen sind nicht in diesem Sinne einfach dieselben. Sie sind immer andere. Und dadurch, dass sie andere sind und dass sie miteinander, also deswegen müssen sie letztlich miteinander kommunizieren. Sie sind quasi durch eine Differenz voneinander geschieden. Durch einen Abstand, sozusagen, kann man sich ruhig räumlich vorstellen. Wir sind durch Abstände voneinander geschieden. Und aber natürlich lebt der Mensch nicht allein. Das ist ganz klar. Das ist bei Arendt so klar wie bei Sartre und auch bei Levinas. Arendt wird ja manchmal auch an den Horizont des Existenzialismus gerechnet. Also als Schülerin von Martin Heidegger und Karl Jaspers, den beiden, Hauptvertretern der Existenzphilosophie, nicht des französischen Existenzialismus, darf man nicht verwechseln. Und beides waren die Lehrer von Arendt und sie selber denkt auch in einem ähnlichen Kontext. Deswegen kann man also diese Position schon vergleichen. Der Einzelne steht für sich und muss mit dem anderen aber kommunizieren. Die Kommunikation macht im Grunde, er ist nicht alleine, er ist nicht alleine, er ist sozusagen nicht der Gott oder das wilde Tier. Wie Aristoteles sagt, nur die können alleine leben.
sondern er ist einer, der in Gesellschaft lebt, aber ist immer ein Besonderer, der neue Ideen in die Gesellschaft reinbringt und der durch einen Unterschied von den anderen geschieden ist. Und weil es diesen Unterschied gibt, den muss er überbrücken. Er kann ihn nicht aufheben, jedenfalls nicht sinnvollerweise. Ich komme noch zu Formen der Aufhebung. Aber normalerweise sozusagen als Mensch ist er in einer Distanz zum anderen und versucht diese Distanz durch Kommunikation, also durch das Gespräch zu überwinden. Und damit komme ich zu meinem nächsten Zitat und meinem nächsten Punkt. So. Und ja, ich habe es ja hier schon erläutert, Kommunikation als Überbrückung der Differenz. Und da heißt es in einem Sammelband von 1968, Menschen in finsteren Zeiten, das sind Porträts, die Arendt da schreibt, unter anderem über Bertolt Brecht, über Benjamin und so weiter, über Lessing, die Welt, das nämlich, was zwischen den Menschen entsteht, zwischen den Menschen, und wo das, was ein jeder durch Geburt mitbringt, eben durch Geburt sichtbar und hörbar werden kann. Das ist die Welt. Die Welt ist etwas, was zwischen den Menschen entsteht. Sie ist nicht selbstredend irgendwie, sondern sie wird von den Menschen generiert. Und natürlich wird sie dadurch generiert, dass die Menschen miteinander in Kommunikation, ins Gespräch kommen, wie immer. Und dann heißt es in einem anderen, in einem ihrer wichtigen Werke, das ist Vita Activa vom tätigen Leben. Das ist von 1958 ihr erstes, ich sag mal, großes philosophisches Buch. Und in dem heißt es, wie schön auch immer die Welt der Dinge, die uns umgibt, sein mag. Sie erhält ihren eigentlichen Sinn erst, wenn sie die Bühne für Handelnde und Sprechende bereitstellt. Wenn sie durchwebt ist von dem Geflecht menschlicher Angelegenheiten und Bezüge und den Geschichten, die aus ihnen entstehen. Ohne von Menschen bewohnt und von ihnen andauernd besprochen zu werden, wäre die Welt nicht mehr als ein Haufen beziehungsloser Dinge. Also nicht nur, dass die Menschen die Kommunikation brauchen, um miteinander sich ins Vernehmen zu setzen, sondern um überhaupt die Welt entstehen zu lassen. Die Welt ist sozusagen ein Produkt dieser Kommunikation. Simples Beispiel, ich werde da noch weiter, also das Thema wird uns noch weiter beschäftigen, aber simples Beispiel ist, wenn Sie niemand haben, der über eine Sache redet, dann wird sie einfach verschwinden. Über etwas, was geschehen ist, muss jemand berichten. Und dann erfahren es auch andere. Und wenn es jemand aufschreibt, dann wird es quasi Geschichte. Wir hätten keine Ahnung vom Trojanischen Krieg, wenn Homer diese Geschichte nicht aufgeschrieben hätte. Sozusagen nicht die Helden sind das Entscheidende, sondern die Kommunikation über das, was passiert. Nicht das, was passiert selber, sondern so, wie es von den Menschen, die es beobachten, den Zuschauern, wie es von denen verstanden wird. Und dann wird es interpretiert, eben verstanden, und auf diese Weise erhält es einen bestimmten Sinn. Und dadurch sozusagen entsteht die Welt, weil die Menschen miteinander die Dinge besprechen und durch dieses Besprechen Welt entstehen lassen. Ja, sie lassen damit eben vor allen Dingen eine Art gemeinsame Welt entstehen. Es ist klar, es gibt natürlich, also da ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sich zwei streiten. Das versteht sich von selber, das gehört sozusagen mit dazu. Keine Frage, aber durch dieses Gespräch selbst entsteht quasi die gemeinsame Welt. Anders entsteht sie nicht. Sie kann nicht dekretiert werden. Wenn also das Gespräch unmöglich wird oder behindert wird, wird auch so etwas wie eine gemeinsame Welt behindert.
Und die lässt sich eben nicht von oben herab irgendwie dekretieren, wir gemeinsam zusammen gegen Corona oder sowas. Das ist schlicht nicht die Weise, wie Welt entsteht. Arendt ist in der Hinsicht, sagen wir es mal, sie hat zwei verschiedene Tendenzen. Auf der einen Seite ist es klar, das gilt natürlich für alle Menschen. Die lassen alle, jeder bringt was Neues in die Welt. Mit jedem kommt sozusagen ein Impuls und der breitet sich aus und der wird vor Ort, wo er lebt, wirksam. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist Arendt natürlich ganz stark eine politische Philosophin, auch wenn sie das selber mal namentlich als Name dementiert hat. Sie wäre keine politische Philosophin, sie wäre politische Theoretikerin. Naja, das war Bescheidenheit. Im Gespräch mit Günter Gauss können Sie bestimmt auf YouTube anschauen. Und jedenfalls als politische Philosophin ist für sie natürlich die Welt eigentlich die gemeinsame politische Welt. Das ist sozusagen schon der entscheidende Punkt. Es ist nicht einfach nur die private Welt. Sie stellt ja auch fest, dass beispielsweise in Zeiten des Totalitarismus sich die Menschen quasi in ihre vier Wände zurückziehen, also in ihre Privatheit. Klassischer Fall der inneren Emigration und so weiter während der Nazi-Zeit und so, dass sie im Grunde an der eigentlichen öffentlichen Welt, die da draußen ist, an der politischen Welt nicht mehr teilnehmen wollen, weil die einfach vergiftet ist. Und dann ziehen sie sich zurück. Gibt natürlich auch, das sagt Arendt auch ganz einfach, niemand ist gezwungen, an der Politik teilzunehmen. Im Gegenteil, wer das nicht will, muss das auch nicht. Aber sozusagen die politische Welt, dabei geht es gar nicht so sehr irgendwie um Gemeinwohl oder dergleichen, sondern es geht schlicht um die Gemeinsamkeiten, die durch eine Kommunikation über Probleme der Polis, also da sind wir in der Antike, da hat sie das Modell entwickelt, sie können auch einfach sagen, politische Probleme heute, durch gemeinsame Kommunikation über politische Probleme, durch natürlich auch Teilhabe an politischen Prozessen, wie immer sie das machen. Also ich würde sagen, da ist, also Arendt war eine Skeptikerin der 68er. Die mochten sie nicht und sie mochte die 68er nicht wirklich. Das war ein großes Missverständnis. Arendt hat sich mit ihrem ersten großen Buch 51, The Origins of Totalitarianism, also Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 1000 Seiten Analyse des Totalitarismus, eine der ersten großen Analysen über den Begriff des Totalitarismus, da hat sie sich bei den Linken einfach den Ruf verdorben. Die mochten das Wort Totalitarismus nicht und deswegen war sie dann plötzlich in der Linken nicht mehr gutiert und die Rechten haben sehr schnell begriffen, dass sie nicht zu ihnen gehört. Und so war sie so etwas wie eine mehr oder weniger frei schillernde Figur zwischen links und rechts, verheiratet mit einem Kommunisten und so weiter. Also auf jeden Fall eigentlich aus der Linken kommend, aber nicht so stark sozialistisch-marxistisch fundamentiert, als vielmehr aus der Tradition der Politik, der politischen Philosophie. Da muss ich auch hinzufügen, die politische Philosophie im 20. Jahrhundert oder eigentlich länger, seit dem 19. Jahrhundert ist politische Philosophie irgendwie von den Linken nie besonders diskutiert worden. Die machten Sozialphilosophie und dann haben die Rechten dieses Feld besetzt. Und die Arendt gehört eigentlich eben zu denen, die dieses Feld trotzdem versucht haben, weiter offen zu halten. Und deswegen, die Politik ist für sie schon die wichtigste Angelegenheit, kann man sagen, auf der Welt, auch wenn sich nicht jeder daran beteiligen muss. Aber diese entsteht eben nicht dadurch, dass Gesetze beschlossen werden oder irgendein politischer Aktionismus stattfindet, dass Kriege geführt werden, was ja sozusagen das große Mittel der Politik des 19. Jahrhunderts war,
sondern Politik ist für sie schlicht etwas anderes, ist im Grunde Kommunikation. Ich komme noch genauer darauf, aber jetzt erst noch was. Ach so, ja, da sind wir. Jetzt zum nächsten Zitat. Kommunikation als Basis einer gemeinsamen Welt. Und da heißt es also für die Griechen aber, lag das eigentliche Wesen der Freundschaft im Gespräch. Und sie waren der Meinung, dass das dauernde Miteinandersprechen erst die Bürger zu einer Polis vereinige. Also für Aristoteles ist die Freundschaft eine der zentralen politischen Tugenden. Er gründet die Polis auf die Freundschaft und sozusagen nicht die Familie ist es, sondern die Freundschaft unter den Bürgern. Und diese entsteht im Miteinandersprechen genauso. Wir haben jetzt irgendein Störgeräusch im Moment drin. Im Gespräch manifestiert sich die politische Bedeutung der Freundschaft und der ihr eigentümlichen Menschlichkeit. Weil dieses Gespräch im Unterschied zu den Gesprächen der Intimität, in welchen individuelle Seelen über sich selbst sprechen, so sehr es von der Freude an der Anwesenheit des Freundes durchdrungen sein mag, der gemeinsamen Welt gilt, die in einem ganz präzisen Sinne unmenschlich bleibt, wenn sie nicht dauernd von Menschen besprochen wird. Da kann man das auch noch mal ganz deutlich sehen, sozusagen gerade die politische Welt, wenn sie nicht von allen, ich sage jetzt mal in dem Fall im Sinne Arends, von allen, die daran beteiligt sein wollen, sozusagen ständig besprochen wird, dann ist sie eigentlich eine unmenschliche. Das heißt beispielsweise, wenn da nur noch Bürokratien Regeln erlassen, dann ist es keine menschliche Welt mehr. Das ist sozusagen ganz klar, sondern das ist sozusagen eine Welt, in der ganz bestimmte Leute das Sagen haben und den anderen vorschreiben, was sie zu tun haben. Denn menschlich ist die Welt nicht schon darum, weil sie von Menschen hergestellt ist, also technisch, wie auch immer, oder bürokratisch. Und sie wird auch nicht schon dadurch menschlich, dass in ihr die menschliche Stimme ertönt, ja, die hören wir ja ständig im Radio, sondern erst, wenn sie Gegenstand des Gesprächs geworden ist, wie sehr wir von den Dingen der Welt betroffen sein mögen, wie tief sie uns anregen und erregen mögen. Menschlich werden sie für uns erst, wenn wir sie mit unseresgleichen besprechen können. Also hier wird auch nochmal ganz klar, die Kommunikation heißt im Grunde das Gespräch und das heißt letztlich das Gespräch über die Welt. Ich würde es etwas, jetzt gehe ich erstmal wieder raus, nicht mehr teilen. So, und das ist sozusagen der Punkt. Die Welt muss man jetzt auch nicht ganz eng im Sinne Arends nur primär als politische sehen. Man kann ja heute auch irgendwie feststellen, dass viele verschiedene Diskurse miteinander sich überkreuzen, ins Politische quasi hineinreichen und vom Politischen wiederum in diese Diskurse hinein und so weiter. Dass es auf der einen Seite sozusagen so eine Art politischen Diskurs gäbe und auf der anderen Seite gibt es andere Diskurse, das kann man vielleicht für die Polis Athen im 4. Jahrhundert vor Christus sagen. Das wäre aber sicher eine zu einseitige Geschichte. Also Sie müssen sich nicht unbedingt nur über Politik unterhalten, um sozusagen an dieser Welt teilzuhaben, wenn es überhaupt nicht einfach nur um ganz private Dinge geht. Und das letzte Zitat, was ich da noch habe, das will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Das ist einfach so hübsch. Das ist ja auch nur ganz kurz. Da heißt es über Lessing in dem Essay, den sie da in diesem Buch eben Menschen in finsteren Zeiten, er wollte vieler Menschen Freund, aber keines Menschen Bruder sein. Arendt ist in der Hinsicht Aristotelikerin, eben die Freundschaft, so jetzt kann ich das hier gleich wieder rausschmeißen und wieder hierher gehen.
Also sozusagen nicht die Familie. Nicht die Familie ist die Basis, sondern die Freundschaften. Das ist eben für das aristotelische Verständnis von Politik wichtig. Und die Familie, die hat das Problem, dass die mafiös ausartet in der Politik. Das ist nicht unbedingt eine Gegnerschaft zur Familie, obwohl ich noch mit einem sehr harten Zitat anrücken werde. Aber jedenfalls nicht primär eine Gegnerschaft, aber die Familie ist eigentlich nicht die kleinste Zelle des Staates, ne? Sozusagen als Basis, wie es sich Hegel mal vorgestellt hat, ne? Und wie es immer noch von konservativen Politiktheoretikern irgendwo im weitesten Sinne verstanden wird. Sozusagen die Basis der Politik ist die Freundschaft. Nun kann man natürlich sagen, das ist in Großgesellschaften, die gar noch dazu global vernetzt sind, ja doch irgendwie schwierig, aber nicht desto trotz, es ist dort genauso präsent, auch wenn sie natürlich nicht mehr nicht mit irgendwie Millionen befreundet sein können. Nein, im Gegenteil, Freundschaft hat ihre Grenzen. Es kann nicht zu viele Freunde geben, dann haben sie keine mehr, wenn sie zu viele Freunde haben. Das ist sozusagen das Problem. Es gibt nur eine beschränkte Zahl wirklicher Freunde. Das ist aber sozusagen auch ein antikes Problem gewesen. Und das ist jetzt hier für Arendt nicht relevant. Und damit kommen wir zur Bedrohung quasi dieser Struktur der Kommunikation. Ich habe es ja gerade erwähnt, Arendt veröffentlicht 1951 ihr Opus Magnum, die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, teilt sich in drei Teile, ziemlich genau 330 Seiten jeder Teil, einmal Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus. Und in diesem Teil des Totalitarismus, da bestimmt sie den Totalitarismus genau vor dem Hintergrund dieser von mir gerade geschilderten Struktur. Der Totalitarismus will die Unterschiede zwischen den Menschen aufheben, damit die Kommunikation aufhört. Die Menschen sollen eben nicht mehr über ihre Unterschiedlichkeiten hinweg kommunizieren, sondern sie sollen gar keine Kommunikation in dieser Hinsicht mehr führen. Also es gibt ein hübsches Zitat, das habe ich aber hier nicht mit dabei, sozusagen, da wird aus den vielen Menschen sozusagen ein großer Mensch geschaffen. Ja, Sie können das, also symbolisiert finden Sie das in Leni Riefenstahls Triumph des Willens. Den Film, ich glaube 35, über den NSDAP-Parteitag 1934, da sehen Sie, wie man sozusagen lauter, haben Sie ständig marschierende Mengen. Ne? Da wird sozusagen aus, da gibt es praktisch keine Einzelnen mehr. Und wenn die als Einzelne auftreten, dann nur so quasi symbolhaft für die anderen. Und da haben sie sozusagen genau diese Masse Mensch, die keine Unterschiede, doch fast alle immer uniformiert. Und da haben sie sozusagen diese Herstellung von Einheit dadurch, dass die Unterschiedlichkeit, das heißt dieser Unterschied, die Differenz zwischen den einzelnen Menschen aufgehoben wird. Natürlich klar, die sollen ja miteinander gar nicht mehr kommunizieren. Die sollen ja genau die Befehle befolgen, die ihnen aufgetragen werden. Und je mehr sie da kommunizieren, umso weniger werden sie womöglich gehorchen. Und deswegen, es gibt auch eine andere Stelle bei Derrida, Freundschaft unter der Tyrannis ist äußerst schwierig und gefährlich. Sie wissen ja nicht, wer wirklich ein Freund ist. Und das gilt nur für den Totalitarismus. Also Totalitarismus ist für Arendt Stalinismus und der Nationalsozialismus. Das sind die beiden totalitären Modelle, die sie da abhandelt. Und nach der Entstalinisierung, da ist sie ganz massiv angegriffen worden, also etwa ab 1956, ist für sie die Sowjetunion nicht mehr totalitär. Oh mein Gott, was ist sie da geschimpft worden? Und
Jedenfalls, das unterscheidet ja sozusagen den stalinistischen Terror von dem späteren autoritären, diktatorischen Regime von Khrushchev und danach Brezhnev und so weiter. Das ist für sie nicht mehr einfach dasselbe. Also es sind Totalitarismus eigentlich diese beiden Formen. Den Faschismus klammert sie auch aus. Da will ich aber jetzt, das führt zu weit, nicht drauf eingehen. Und sie sagt, also sozusagen, diese Unterschiede werden durch im Grunde ein zentrales Element aufgehoben, nämlich durch den Terror. Sozusagen der Terror, den alle ausgesetzt sind. Ja, sie müssen vorsichtig sein, was sie zu Hause erzählen, was ihre Kinder womöglich mitkriegen. Das könnten sie in der Schule verplappern, ne? Also bloß so, um das klar zu machen, in der Tat geht das bis in die Intimsphäre hinein, so ein System. Und da können Sie mit niemand mehr reden, weil jeder ist gefährlich. Und die Aufhebung der Unterschiede und damit der Kommunikation geschieht durch den Terror einerseits der Geheimpolizeien, und andererseits durch die Konzentrationslager, in denen große Massen quasi inhaftiert werden können. Damit wird der Druck auf diese Gesellschaft eben noch viel stärker. Sie können quasi die gesamte Opposition ins Konzentrationslager stecken. Und das ist jedenfalls das Kennzeichen des totalitären Staates, nach Arendt, der sich damit auch von anderen Diktaturen unterscheidet. Der ist nicht vergleichbar mit einer normalen Diktatur. Ich habe ein hübsches Zitat jenseits davon. Moment. So. Ja, das ist ja gleich das Nächste. Das ist aus dem Text über die Revolution von 1963. Mit dem Buch hat sie sich ihren Ruf nicht verdorben. Eigentlich wäre das auch gut gewesen, um sich den Ruf zu verderben, weil sie da nämlich drei Revolutionen nebeneinander stellt und sagt, also die amerikanische, die französische und die russische, und sagt, die russische und die französische sind gescheitert, die amerikanische war die einzige erfolgreiche. Und naja, das hätte ja eigentlich, aber damals hat niemand das gelesen, da gab es ein anderes Problem, zu dem komme ich noch. Die Diktatur ist die Regierungsform, die dem Nationalstaat gleichsam auf den Leib geschrieben ist, ne? Das ist auch eine interessante Bemerkung. Der Nationalstaat entsteht so im 17., 18. Jahrhundert durch den Absolutismus und wird dann nach der Französischen Revolution zunehmend mehr dieser Staaten bekommen dann Verfassungen oder werden Republiken und so weiter. Aber es ist immer noch der Nationalstaat. Und der ist eigentlich, ist die Regierungsform des Nationalstaates die Diktatur. Nicht die Demokratie, ja, sozusagen das Problem ist, dass der Nationalstaat natürlich eine ungeheure autoritäre Macht entfalten will. Und das funktioniert in Demokratien eben nicht so gut. Und das kann man sagen, das ist einer der Gründe, warum nach dem Ersten Weltkrieg eben plötzlich immer mehr Demokratien quasi umkippten. Und ja, und jetzt gibt es ja noch einen hübschen Satz. Und Napoleon Bonaparte war nur der erste und immer noch einer der größten unter den nationalen Diktatoren, der unter dem Beifall der gesamten Nation erklären konnte: Je suis le pouvoir constituant. Also ich bin die konstituierende Macht, nicht der der Staat, das bin ich, l'État, c'est moi, Ludwig der 14., sondern er ist die sozusagen die gesetzgebende, die gesetzschaffende Kraft. Und sozusagen diese Diktatur ist quasi der Weg, durchaus eine Art Wegbereiter, aber die totalitären Diktaturen
unterscheiden sich eben doch ganz massiv, also so ein Terror. Solche Maßnahmen, wie sie eben von den totalitären Regimen des Nationalsozialismus und des Stalinismus betrieben wurden, war in der Extensität nicht der Fall. Es gibt so Vorläufermodelle wie Napoleon III. In Frankreich, der eine mehr oder weniger ziemlich scharfe Diktatur zwischen so etwa 1852 und 1871 geschaffen hatte. Natürlich gibt es solche Formen. Es gibt alle möglichen Diktaturen immer wieder und nur halbe Demokratien und am Ende landet das Ganze eben, kann man sagen, eben in der Epoche des Faschismus. Und da gibt es eben die beiden herausragenden totalitären Regime, eben der Stalinismus. Und der Stalinismus beginnt ja auch nicht 1917. Ne? Den können Sie quasi so etwa ab 1928, ab 1930 in seiner extensiven Form müssen Sie ihn sehen. Da war Mussolini schon an der Macht und Hitler wird gleich folgen. Und das ist sozusagen das Gegenmodell genau zu der Kommunikationsstruktur. Kommunikation wird aufgehoben. Und ganz egal, ich meine, das kann man einfach sagen, natürlich in gemäßigten Diktaturen, da ist mehr Kommunikation möglich als in sozusagen ganz harten Diktaturen. Da wird die Kommunikation natürlich massiver eingeschränkt. Und ich meine, was man natürlich eben einfach sagen muss, die Kommunikation ist seit mehr oder weniger einem guten Jahr, man kann fast sagen weltweit, massiv eingeschränkt. Mal abgesehen davon, dass also Demonstrationsrecht quasi aufgehoben ist und so weiter. Also man kann nicht gegen die Maske und gegen die Gesetze demonstrieren, wenn man sozusagen diese Gesetze einhalten soll. Und damit kann man jede Demo in diesem Fall natürlich verbieten. Und das ist nur ein Aspekt. Die Leute können nicht mehr zusammenkommen. Politische Versammlung ist ganz wichtig sozusagen in der politischen Kommunikation. Und es geht natürlich hier um die Leute, die damit nicht einverstanden sind, was politisch geschieht. Ja, und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt und damit zu dem bösen Zitat, das ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten will. Also jetzt geht es quasi darum, wie die... wie der totalitäre Terror auf die Einzelnen wirkt. Und da habe ich jetzt erstmal ein hübsches Zitat. Moment, ja, doch, das ist es schon. Das ist, jetzt muss ich selber nachschauen, entweder 43 oder 44. Organisierte Schuld, teilweise 1900, nee, aber der Text selber ist noch während der Nazi-Zeit geschrieben in den USA. Das ist nur, das ist sozusagen die verborgene Tradition, das ist der Titel des Buches, Essays, und die sind teilweise 1948 erschienen, aber der Text der Organisierte Schuld, der ist eben 43, 44 geschrieben worden. Und da geht es darum, dass eben der Nationalsozialismus sich gerade nicht quasi er hat seine Tyrannei rationalisiert. Und durch das Rationalisieren der Tyrannei wird es sozusagen natürlich eine ganz andere und viel tiefer gehende Struktur, die in das Leben der Menschen viel nachhaltiger eingreift. Und jedenfalls hier heißt es, also VA, verborgene Tradition, Arin, verborgene Tradition, 44, Seite 44, und er, das ist der SS-Chef Himmler,
Und er hat seine neueste, das gesamte Land umfassende Terrororganisation bewusst auf der Annahme aufgebaut, dass die meisten Menschen, nicht Bohemians, nicht Fanatiker, nicht Abenteurer, nicht Sexualverbrecher und nicht Sadisten sind, sondern in erster Linie Jobholder und gute Familienväter. Es war, glaube ich, Pegu, der den Familienvater, den Grand Aventurier du XXe Siècle genannt hat, also den großen Abenteurer des 20. Jahrhunderts. Er ist zu früh gestorben, um in ihm noch den großen Verbrecher des Jahrhunderts zu erleben. Sozusagen, das ist, jetzt hier muss ich raus, okay, so, jetzt bin ich wieder draußen. Die SS, so ihre Interpretation, und ich denke, da liegt sie durchaus richtig, versuchte sozusagen, da gibt es ja eine berühmte Rede von Himmler anlässlich der Massenerschießung beim Überfall auf die Sowjetunion 1941. Da haben die ja hunderttausende Menschen einfach auf den Feldern erschossen. Und Himmler hat mal zugeschaut und hat, da gibt es dann diese Geschichte, die auch in dem Film Holocaust in der Hollywood-Produktion der 70er Jahre inszeniert ist. Das kann ich meinen Männern nicht zumuten. Und dann gibt es eine Rede, wo er sagt, wo er so schön sagt, und 1000 Leichen auf einem Haufen vor sich zu haben oder 10.000 Leichen und trotzdem sauber geblieben zu sein. Das ist sozusagen der Knackpunkt. Diese Leute wollten quasi moralisch sein. Die wollten sauber bleiben. Moralisch haben sie nicht selber so, in der Form wurden das nicht benannt. Das waren andere Terme, mit denen die operiert haben. Und jedenfalls deswegen, was Arendt hier schreibt, das ist schon klar. Es waren die braven Untertanen. Es waren die braven Untertanen, die mehr oder weniger Karriere machen wollten, die man, wenn man keine Beziehungen in der Armee hatte, dann war die SS ein Aufstiegsmodell. Da konnte man relativ leicht ohne Beziehungen avancieren. Und und das waren sozusagen biedere, brave Untertanen, die quasi es gelernt hatten, ihre Befehle zu befolgen und ohne natürlich unverantwortlich für das, was sie tun. Ist klar, sie befolgen ja nur Befehle. Und das hat sie ja dann, und das war ja dann das eigentliche Skandalbuch, 1963, Eichmann in Jerusalem. Sie ist 1961 nach Jerusalem geschickt worden von der Zeitschrift New Yorker, um den Prozess gegen Eichmann zu beobachten und darüber zu berichten. Darüber hat sie eine Sammlung von Aufsätzen geschrieben. Die wurden auch alle schon abgedruckt. Und die hat sie dann zusammengefasst 1963 und in diesem Buch publiziert. Und das gab den großen Skandal. Da wurde ihr alles Mögliche vorgeworfen. Sie hat sich halt auch durchaus kritisch mit allen möglichen Dimensionen auseinandergesetzt. Sie hat vor allen Dingen, das wurde ihr natürlich ganz besonders angekreidet, sie hat aus Eichmann eben im Grunde den normalen Untertan gemacht. Der Untertan, der einfach Befehle befolgt und auch wenn er eben Millionen Menschen fleißig mit den Zügen in die Vernichtungslager transportieren lässt, so ist das einfach sein Job, den hat er zu tun. Und Eichmann selber hat ja wohl vor dem Richter gesagt, es ist doch, wenn das getan werden musste, dann ist das besser, wenn das in Ordnung geschieht, als wenn das im Chaos passiert. Und Arendt kritisierte allerdings viele Aspekte, auf die will ich jetzt hier nicht eingehen, aber sie hat halt den Typus Eichmann beschrieben. Wobei es, da muss ich natürlich hinzufügen, Bettina Stangnet hat vor 10 Jahren etwa ein Buch publiziert, Eichmann vor Jerusalem. Und da wäre Eichmann wirklich der Verbrecher gewesen, für den ihn die Israelis im Prozess eigentlich quasi hielten und ihn präsentierten.
und nicht einfach nur der Untertan. Aber im Prozess, und ich habe auch ein Interview mit Stangnet mal im Radio gehört, das betrifft im Grunde gar nicht das Buch von Arendt. Arendt beschreibt einen Typus. Dieser Typus, den hat es auch in den Nürnberger Prozessen gegeben. Die wollten alle plötzlich einfach nur noch Befehlsempfänger gewesen sein und damit nicht verantwortlich. Und dann haben sie das natürlich auch besonders bieder und brav gemacht. Und hierzu natürlich noch das nächste Zitat. Das kann ich Ihnen ja gar nicht vorenthalten. So. Ja, das ist das hier. Ich fahre noch ein bisschen in die Mitte. Also Gedankenlosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Und ist die Hauptthese, ist ja Eichmann in Jerusalem, Bericht von der Banalität des Bösen. Eichmann war nicht Iago und nicht Macbeth. Und nichts hätte ihm ferner gelegen, als mit Richard III. Zu beschließen, ein Bösewicht zu werden. Er hat sich nur, um in der Alltagssprache zu bleiben, niemals vorgestellt, was er eigentlich anstellte. Es war genau das gleiche mangelnde Vorstellungsvermögen, das es ihm ermöglichte, viele Monate hindurch einem deutschen Juden im Polizeiverhör gegenüberzusitzen, ihm sein Herz auszuschütten und ihm wieder und wieder zu erklären, wie es kam, dass er es in der SS nur bis zum Obersturmbannführer gebracht hat und dass es nicht an ihm gelegen habe, dass er nicht vorankam. Es war gewissermaßen schiere Gedankenlosigkeit, etwas, was mit Dummheit keineswegs identisch ist, die ihn dafür prädisponierte, zu einem der größten Verbrecher jener Zeit zu werden. Also, das sozusagen die Quintessenz daraus ist natürlich der Punkt, dass das Mitmachen sozusagen das fundamentale Problem ist. Wenn das nicht selbst in Frage gestellt wird und kritisiert wird und sozusagen das einfache Mitmachen ist in dieser Hinsicht eben genau das gedankenlose und verantwortungslose Mitmachen. Und es ist klar, dass Eichmann in den Interviews mit Stangnet, die hat Material, Interviewmaterial, das ist irgendwann mal aufgenommen worden, bevor er eben verhaftet und entführt wurde, aus Argentinien, glaube ich, war, oder Uruguay. Da brüstet er sich sogar. Da ist er in der Tat eine andere Figur. Aber diese Figur, das ist die Standardfigur des Untertanen. Und das Interessante ist, dass eben die Kritik an diesem Buch so vehement war, dass man einfach den Eindruck bekommen konnte, eigentlich jede politische Strömung will die genau diesen Untertanen. Den brauchen die Leute. Und ganz egal, wie auch immer. Und dass der Untertan quasi in Frage gestellt wurde, 1963, also vor den wilden 60er Jahren, ne? Das haben ihr praktisch viele nicht verziehen. Da wurde quasi der brave Soldat, der wurde damit in Frage gestellt, wie auch immer. Auch der Deutschland eben von den Nazis befreit hatte, alles Untertanen. Und ob nun Kommunisten oder Rechte, alle und Konservative, Katholiken hatten bis in die 50er Jahre, also hatte der Vatikan noch ein Problem mit der Demokratie und mit den Menschenrechten. Das waren alles Aspekte, die einfach Arendt, ich denke, es ist ein großer Bericht über die Banalität des Bösen, im Grunde ein großer Bericht über den Zustand der Ethik Mitte des 20. Jahrhunderts und die Kritik an ihm, die vehemente Kritik bestätigt das Ganze. Und dann hat sie natürlich noch, jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Uhr schauen, Uhr. Ja, ich sehe schon. Ich habe schon auf die Uhr geschaut. Ich bin bloß schnell und kurz am Überlegen, was ich hier noch nehme, weil alles geht nicht mehr. Und deswegen, ich nehme also ein Zitat jetzt, beziehungsweise noch ein zweites. Die werde ich Ihnen hier noch vorführen.
Denn das eine, das ist, denke ich, auch besonders signifikant. Moment, da muss ich hin. So, jetzt haben wir es. Das hier lasse ich weg. Also Arendt schreibt sozusagen, dass der Nationalsozialismus, die nationalsozialistische Herrschaft über Europa dazu geführt hat, dass die Ethik quasi in allen höheren Schichten, in allen Ländern, die von den Nazis besetzt waren, zusammengebrochen ist. Und dann gibt es aus einem über das Böse Vorträge von Mitte der 60er Jahre. Und da sagt sie es eigentlich besonders signifikant. Ich erwähnte den totalen Zusammenbruch moralischer und religiöser Normen. Hier ist wieder ein Hintergrundgeräusch. Unter Leuten, die allem Anschein nach immer an sie geglaubt hatten. Und ich habe auch die unleugbare Tatsache angeführt, dass die wenigen, denen es gelang, nicht in den Wirbel hineingezogen zu werden, keineswegs die Moralisten waren. Also Leute, die schon immer Regeln des richtigen Verhaltens hochgehalten hatten, sondern im Gegenteil, sehr oft jene, die schon vor dem Debakel sowieso von der objektiven Nichtgültigkeit dieser Normen als solcher überzeugt gewesen waren. Also sozusagen diese... Das Berufen auf Normen des Untertans, der Gehorsam, die Befolgung, wie auch immer, der Gesetze, der Regeln, das ist natürlich eine Attitüde, die war im 19. Jahrhundert ganz klar selbstredend. Jeder Preuße trage seinen Gendarmen in der Brust und das ist sozusagen das richtige Verhalten. Und Leute, die das nicht taten, wurden just von denen kritisiert. Aber genau jene, die vermeintlich die Moral hochgehalten haben, haben mitgemacht. Und die Moral eben nicht hochhielten. Und da könnte man sagen, Oskar Schindler, der war ein Lebemann und ein Abenteurer, der hat die Moral nicht hochgehalten. Die haben sozusagen versucht, gegen die Katastrophe zu wehren. Und dazu noch ein in diesem Kontext ein kleines Zitat, das finde ich sozusagen gerade für die heutige Situation sehr signifikant. Das ist wieder aus Menschen in finsteren Zeiten. Die griechische Affektenlehre, die den Zorn zum Beispiel unter die angenehmen Gemütsempfindungen rechnete, dafür aber die Hoffnung zusammen mit der Furcht als Übel verbuchte. Das ist eine sehr interessante Kombination Hoffnung und Furcht. Es wird den Leuten eine gewisse Hoffnung gemacht, dass es langsam besser wird. Und auf der anderen Seite werden sie immer noch mit Schreckensnachrichten versorgt. Immer mit Drohnachrichten. Also diese Mischung aus Hoffnung und eben Furcht. Die Politik der Furcht, ich werde noch explizit auf dieses Thema sowieso getrennt eingehen, das ist klar, ist sozusagen das zentrale Mittel der Politik, kann man sagen, sozusagen das Mittel der Furchterzeugung. Aber das genau Dosieren in die Kombination von Hoffnung, das, denke ich, ist einer der Punkte, die wir im Moment wirklich ganz stark erleben. Die haben wir immer erlebt, das geht bald vorbei und so weiter. Und gleichzeitig sozusagen, aber auch, es ist ganz gefährlich. Und diese Mischung ist in der Antiken, eine Untugend, eine richtige Untugend, schreibt Arendt. Und das finde ich doch eine sehr bemerkenswerte und für heute sehr treffende Geschichte. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Zu meinem nächsten Punkt, der heißt das politische Handeln als Kommunikation. Das habe ich zum Teil auch schon erläutert, aber ich will es trotzdem nochmal konkretisieren, weil es hier um auch Dimensionen geht, die sehr aktuell sind in jeder Hinsicht, die aktuell waren und natürlich immer noch aktuell sind, wenn sie vielleicht auch verschoben sind. Aber Hannah Arendt in Vita Activa, ich habe das Buch ja schon erwähnt, von 1958, ihr erstes großes philosophisches Buch, da unterscheidet sie Arbeiten, Herstellen und Handeln.
Und ganz natürlich böse für die Marxisten, ja, arbeiten, arbeiten ist einfach nur Wiederholung. Arbeiten hat eigentlich keinen Sinn, ne? Ist ihre Diagnose und ihre Feststellung. Ne? Arbeiten ist wie immer die Küche neu putzen müssen. Sie können auch an der Fabrikbank irgendwo stehen, aber das hat eigentlich, das ist ja Notdurft stillen und das war's dann. Arbeit ist allemal nicht der Sinn des Lebens. Nur gut, 1958, in der Zwischenzeit leben wir in einer Working Society, in der Arbeit quasi der Sinn des Lebens ist. Da ist das natürlich noch unverständlicher. Aber es geht mir jetzt hier um was anderes, es geht um die Unterscheidung. Auf der einen Seite sagt sie eben, Arbeit hat den Zweck quasi der Reproduktion aus, mehr nicht. Das war's dann. Und dann gibt es aber die Kunst oder überhaupt bauen ist ja auch fast eine Kunst, Häuser bauen und so weiter, herstellen. Sie stellen etwas her. Jetzt nehmen wir gerade den Künstler, der war natürlich auch gerade immer so der Fluchtpunkt in diesen Jahren, in den trüben Jahren, das 40er, 50er Jahre. Ja, dann machen wir lieber Kunst, bevor wir uns hier mit dieser schmutzigen Gesellschaft beschäftigen. Also Kunst als Fluchtpunkt vor einer autoritären, unerfreulichen Gesellschaft. Und da sagt Arendt, das ist im Grunde auch nichts anderes als Arbeiten. Kleinarbeit, dann ist irgendwann die Skulptur fertig. Wenn sie fertig ist, ist gut, aber dann ist sozusagen der Produktionsprozess erledigt. Das heißt, das eigentliche Herstellen hat auch nur den Zweck, einen Gegenstand herzustellen, ist eigentlich nicht viel was anderes als Arbeiten. Und dann kommt sie zum Handeln. Und Handeln heißt für sie im Grunde politisches Handeln. Und dieses Handeln ist aber nicht etwa Gesetze beschließen oder verwalten oder irgend sowas zu tun. Also das, was man heute unter Governance oder wie auch immer, Foucault hat es Gouvernementalität genannt, regieren, ne? Und eben Maßnahmen beschließen und diese dann durchsetzen und so weiter. Politisches Handeln ist Kommunikation in der Öffentlichkeit und hat ihren Zweck in sich selbst. Das unterscheidet das politische Handeln von dem Arbeiten und dem Herstellen. Also ein politisch Handelnder, also gehandelt wird für sie nicht, wenn das Parlament abstimmt und ein Gesetz beschließt. Das wäre der Akt des Handelns, der Akt der Abstimmung. Politisches Handeln findet in den Gängen statt, in den Hinterzimmern, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit, also in der Kommunikation. Da kritisiert sie sehr stark die damaligen Medien. Da war sie schon eine scharfe Kritikerin, dass die aus der Politik ein Spektakel gemacht haben. Das ist auch ihre Kritik am Eichmann-Prozess. Also das ist die Kritik, die sie in den 60er Jahren auch von links haben, Marcuse und so weiter. Politik ist Medienspektakel geworden. Und da kann man sagen, wir haben in den Demokratien seit dem Zweiten Weltkrieg eine etwas differenziertere Medienlandschaft. Und es haben sich irgendwie seriöse Medien entwickelt und diese seriösen Medien gehören natürlich mit zu dieser Öffentlichkeit, das ist ganz klar, das wäre auch im Sinne Arendts. Was man im Hinblick auf die letzten anderthalb Jahre sagen kann, ist, dass die sozusagen vergessen haben, die Maßnahmen zu kritisieren. Das und damit haben sie ihre eigentliche Funktion vergessen und das wäre nämlich genau die Debatte der Politik in der Öffentlichkeit gewesen. Dass die Maßnahmen nicht hingenommen und verkauft werden, sondern dass diese Maßnahmen in der Luft zerrissen werden. Das wäre die Aufgabe der Medien gewesen. Und dann hätte man nämlich auch alles Mögliche hinterfragen können. Aber so gab es im Grunde eine Einstimmung fast aller großen Medien, die öffentlich-rechtlichen bei uns sowieso, Zeitungen wie die Welt hat ja sogar noch einen kleinen kritischen Teil, interessanterweise, aber die Süddeutsche, eingestimmt in die Corona-Politik. Also vor diesem Hintergrund haben die einfach die Aufgabe vernachlässigt beziehungsweise nicht betrieben, die eigentlich die Medien hätten, nämlich Kritik zu üben, damit auch die Bürger in der Lage sind, Kritik zu üben und sozusagen seriöse und unseriöse Informationen auseinanderzuhalten.
Das wird in dem Moment natürlich schwieriger. Jedenfalls, um zurück zu Arendt zu kommen. Politik ist ist Handeln in der Öffentlichkeit, ist Kommunikation in der Öffentlichkeit und hat ihren Zweck in sich selbst. Dadurch, dass dort miteinander kommuniziert wird und nicht in irgendwelchen Gesetzen, dadurch, dass miteinander kommuniziert wird, entsteht so etwas wie ein öffentliches Bewusstsein, an dem die Einzelnen partizipieren können. Und jetzt kann man das Ganze noch übertragen, das hat Arendt nicht gemacht, wie gesagt, mit den 68ern hatte sie es nicht so sehr. Die Menschenrechtsgruppen während der Nazizeit, die waren ja hilflos, die hat sie mehr oder weniger schräg angeschaut. Es braucht die alliierten Panzer gegen die Nazis, was anderes hilft nicht. Und naja, diese Mitte der 70er ist sie gestorben. Also sozusagen den Start der Frauen, der zweiten Frauenbewegung, den hat sie ja vielleicht gerade noch mitbekommen, aber wahrscheinlich nicht allzu sehr beachtet. Mir ist das jedenfalls nicht geläufig. Und daran hat sie sich jedenfalls auch nicht groß beteiligt. Die anderen Bewegungen, die hat sie sozusagen, waren ja in den Anfängen. Kann man erst im Nachhinein sagen. Und dieses Kommunizieren in der Öffentlichkeit ist aber eigentlich ein wunderbares, mehr oder weniger Interpretationsmittel, um beispielsweise solche sozialen Bewegungen seit den 70er Jahren zu interpretieren, die vor allen Dingen miteinander kommunizieren, die in die Öffentlichkeit treten und dort Interessen bekunden, von denen sie annehmen, dass sie eben schlecht vertreten, dass sie schlecht behandelt werden und wo sie selber sich ausgeschlossen fühlen, erheben sie die Stimme. Arendt hat Demokratie gelernt, als sie 1941 in den USA brauchten sie Geld. Sie hat eine Stelle als Hausmädchen angenommen in New Jersey und in diesem Haus herrschte eine wohl schreckliche Frau, die sozusagen die Hausherrin war. Der Mann durfte nichts. Der durfte nicht rauchen im Haus, aber Arendt durfte rauchen. Die hat ja überall geraucht. Und also sie fand das Klima äußerst spießbürgerlich, absolut schrecklich. Aber diese Dame hat ständig Artikel an ihre Briefe an ihre Abgeordneten geschrieben und sich beklagt. Beispielsweise, dass die japanischstämmigen Amerikaner mit Beginn des Pazifikkrieges interniert wurden. Das fand die Dame einfach inakzeptabel. Und das heißt, die hat sich quasi an ihre Repräsentanten gewandt. Und damit sieht Arendt, was Demokratie heißt. Also nicht einfach alle 4 Jahre jemand wählen, sondern dem ständig auf den Keks gehen, könnte man sagen. Oder selber Bürgerinitiativen zu initiieren, um Interessen zu vertreten, die in der Politik für die Betroffenen nicht hinlänglich vertreten werden. Also die Stimme erheben. Das heißt also im Grunde, weil es ist ja häufig so, Sie müssen sich die Anti-Atomkraft-Bewegung vorstellen, startete so um frühes 71 oder so in Wiel am Rhein. Und da wurde ein Kernkraftwerk geplant und das waren sozusagen die ersten großen Demonstrationen. Und von dort bis zum Atomausstieg hat es Jahrzehnte gedauert. Das, was die da betrieben haben, konnte natürlich gar keinen unmittelbaren Zweck verfolgen. Natürlich, die da sich engagieren, möchten gerne, dass das gleich umgesetzt wird. Aber de facto kann man sagen, haben diese sozialen Bewegungen weniger unmittelbar was erzeugt, also Handeln im alten Verständnis, etwas tun, am besten schießen, sondern sie haben kommuniziert und haben damit das gesellschaftliche Klima beeinflusst und verändert, zur Gründung der Grünen geführt und so weiter. Und in dieser Hinsicht, denke ich, hat Arendt eigentlich eine Theorie geschrieben, die sie selber nicht mehr in einer Anwendung quasi wiederfinden konnte, weil dazu ist sie zu früh gestorben.
Das ist aber einer der Punkte, wo sie eben sagt, politische Kommunikation macht Spaß. Das macht den Leuten Spaß. Also die Beteiligung an diesen Demonstrationen hat eben auch Spaß gemacht. Das habe ich selber sozusagen zuhauf miterlebt. Ich war selten auf Demonstrationen. Ich war irgendwie 1973 das letzte Mal auf einer Demo gegen das Bayerische Hochschulgesetz. Und ich fand das nie so toll, in der Meute Parolen brüllen. Deswegen muss ich sagen, aber ich habe mehr oder weniger viele Freunde gehabt, die immer fleißig demonstrieren gingen. Und das war natürlich auch einfach Spaß. Und hier darf ich noch auf ein Zitat verweisen. Das möchte ich an dieser Stelle doch anführen. Moment, ach klar, hier muss ich hin. Nee, hier, so. Ja, das ist aus Über die Revolution, das habe ich schon erwähnt, von 1963. Also weil gleichzeitig Eichmann in Jerusalem erschien, wurde dieses Buch quasi übersehen, in dem eben provokante Thesen drin enthalten sind. Und da heißt es, stimmt man Jefferson zu? Also einem der Foundation Fathers der USA, so kann man nur folgern, dass die Kolonien der neuen Welt, also in der amerikanischen Revolution, also in dem ansonsten so benannten Unabhängigkeitskrieg, von Anfang an ein Treibhaus für das gewesen sein müssen, was sich später als revolutionärer Geist enthüllte, nämlich die Erfahrung eines Glücks im Öffentlichen, in der Ausübung legitimer Macht beziehungsweise nach Jeffersons eigenen Worten in der Anteilnahme an der Regierung und Leitung öffentlicher Angelegenheiten. Und hier darf ich gleich noch ein zwei berühmtes Zitat von Arendt, weil ich jetzt hier gerade sehe. Der Sinn von Politik ist Freiheit und ohne sie wäre das politische Leben sinnlos. Aber eben diese, jetzt wollen wir hier wieder raus. Und diese Beschreibung sozusagen in den Kolonien, die sich als Einzelstaaten gründeten und sich von England für unabhängig erklärten und so weiter, da sieht sie eben so etwas wie einen revolutionären Geist, der einfach in der Tätigkeit selbst sich erfüllt. Quasi und nicht einfach den Zweck hat, jetzt Gesetze zu schaffen oder sonst was, sondern einfach die Teilhabe am Öffentlichen. Und deswegen politisches Handeln ist Kommunikation und der Zweck der Kommunikation erfüllt sich in sich selbst. Und das gilt ja auch für die zwischenmenschliche Kommunikation in weiten Teilen. Das meiste, was wir einfach zwischenmenschlich reden, hat sozusagen keine weiteren Zwecke, außer die Kommunikation selbst. Also die Herstellung von Beziehung, von Überbrückung der Differenz zwischen dem einen und dem anderen. Und das ist sozusagen, denke ich, der einer der schon sehr wegweisenden Punkte von Arendt. Und es wird sich zeigen, wie die Entwicklung weitergeht, ob jetzt das, was zurzeit passiert, nicht in dieser Hinsicht einen großen Rückschlag bedeutet für diese Idee der mehr oder weniger Teilhabe, der politischen Teilhabe von, wie auch immer, Leuten, die nicht direkt institutionell in der Politik verbunden sind, sondern die eben wie Bürgerinitiativen oder sonst was oder einfach nur Leute, die sich an irgendwelchen Bewegungen beteiligen, wie weit das durch die Art der Politik, die wir im Moment haben, die einfach autoritär beschließt und die Leute dazu zwingt, das zu tun, was an Maßnahmen erlassen wurden. Das ist also in der Hinsicht nicht nur eine Form der Entmündigung, das ist die eine Seite,
Da kann man ja fragen, geht das eigentlich überhaupt? Also sozusagen unter dem Motto, das sind die Maßnahmen der Pest des Mittelalters. Und China ist eine Diktatur, die haben das vorgemacht. Weltweit haben wir Medizin, jawohl, die Medizin ist global und hat überall dieselben Maßnahmen. Sie haben nie seit 50 Jahren mal darüber nachgedacht, was in einer, wie auch immer, in einer Gesellschaft mündiger Bürger medizinisch noch geht. Was da tolerabel ist, was akzeptabel ist. Und dass, wie auch immer, Zwangsmaßnahmen heißen, dass man genau das, was eigentlich Errungenschaften der letzten 50 Jahre sind, aufhebt. Und so etwas kann man nicht sagen, ach, hinterher ist alles vorbei. Erstens werden wir sehen, wie das vorbei geht und wie lang und was es dabei alles zerstört hat. Ja, und damit komme ich, das lasse ich mal, Macht entsteht, ja genau, doch, das Zitat. Also Macht, Arendt unterscheidet in einem kleinen Buch von 1970 Macht und Gewalt. Das ist eine Antwort auf die 68er-Zeit, unterscheidet sie Gewalt und Macht. Macht stützt sich in der politischen Philosophie gemeinhin auf Gewalt. Das ist der berühmteste Satz, stammt von Mao Zedong. Die Macht kommt aus den Gewehrläufen. Und aber das sagt Carl Schmitt nicht anders als Kronjurist der Nazis. Macht ist Gewalt, stützt sich sozusagen auf Gewaltausübung und dadurch entsteht Macht. Und Arendt entwickelt eben in diesem kleinen Buch, 100 Seiten, nicht sehr umfänglich, eine Theorie, dass Macht eigentlich nur dadurch zustande kommt, dass Bürger sich freiwillig quasi jemanden wählen. Also es ist im Grunde eine Art der Theorie der Demokratie und die kommen zusammen und mehr oder weniger beauftragen jemand etwas zu tun, im Grunde zu administrieren. Und die Macht, die er hat, stammt nur von ihnen. Die stammt nur von ihnen. Die hat sozusagen nicht das Militär im Hintergrund, sondern die stammt von ihnen. Wenn diese Bürger wieder auseinandergehen, dann ist die Macht passé. So können Sie das in diesem kleinen Text lesen. Ja, ich darf an dieser Stelle zwischendrin mal schnell sagen, wenn jemand meine Unterlagen gerne hätte, meine E-Mail-Anschrift findet sich auf meiner Webseite der LMU. Da können Sie mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich Ihnen auch gerne meine jeweiligen Unterlagen, die ich so einblende und nur zum Teil, die kann ich Ihnen auch gerne per Mail zukommen lassen. Ja, jedenfalls, das ist die Theorie im Grunde der Macht, die auch eben Resultat von Kommunikation ist. Weil Menschen miteinander kommunizieren, entsteht so etwas wie Macht. Wenn sie nicht mehr miteinander kommunizieren, nicht kommunizieren können, entsteht auch keine Macht. Deswegen hatte der Nationalsozialismus keine Macht, er hatte Gewalt. Und eine Regierung, die sich nicht sozusagen auf die Kommunikation stützt, ist im Grunde eine gewalttätige und keine mächtige. Das ist sozusagen man hat Arendt natürlich vorgeworfen, sie wäre eine antiken Romantikerin. Hat das Modell der antiken Polis immer noch im Kopf und kann es nicht hinter sich lassen. Nein, Arendt ist eigentlich eine Basisdemokratin, ne? Auch wenn sie das so nicht benannt hat. Das, was sie entwickelt, ist eigentlich eine Art Theorie der Basisdemokratie. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ja, doch, ein paar bisschen was. Und damit nur noch sozusagen, das ist falsch, so, hier sind wir. Also das war Macht als Resultat der Kommunikation. Und mein letzter Punkt ist das Denken als Macht. Und da hat sie doch das ganze Denken von Arendt gipfelt selber eben in diesem Buch über das Denken, das Wollen und dann noch ein nicht geschriebenes Buch über das Urteilen. Sie entwickelt im Grunde eine Theorie, worauf sich politische Kommunikation stützt und was sie da alles braucht.
Sie braucht unter anderem Urteilskraft. Das ist für Sie ganz wichtig. Aber da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr groß dazukommen, sondern hier einfach diesen Gedanken. Der stammt natürlich jetzt wieder aus einer Situation, wie sie es selber erlebt hat, 1933. Sie wurde ja von der Gestapo verhaftet, konnte nach einer Woche irgendwie rauskommen und ist dann über Prag nach Paris. Also Arendt hat wirklich ein hochgefährliches Leben gehabt. Und das ist schon, also alleine schon einfach anders als viele anderen Philosophen. Also hier heißt es eben, das ist aus eben vom Leben des Geistes, das Denken. Wenn jeder gedankenlos mitschwimmt mit dem, was alle anderen tun und glauben, dann stehen die Denkenden nicht mehr im Hintergrund, denn ihre Weigerung ist nicht zu übersehen und wird damit zu einer Art Handeln. In solchen Notlagen erweist sich, dass die ausräumende Seite des Denkens, jetzt wird es ein bisschen schwierig, die sokratische Hebammenkunst, die die Konsequenzen ungeprüfter Meinungen herausarbeitet und diese dadurch zerstört. Werte, Doktrinen, Theorien und sogar Überzeugungen. Also Sokrates geht immer zu den Leuten hin und stellt ihre Thesen, die sie so vertreten, in Frage und am Ende sind sie demoliert. Und das ist die Hebammenkunst, das die ausräumende Seite des Denkens. Mittelbar politisch ist, also sozusagen das Denken selbst, das sich eben in einer Welt, in der gedankenlos die Masse dasselbe tut, ist genau ein solches Denken, ein Infragestellen dessen, was da einfach passiert, zumindest mittelbar politisch. Denn diese Zerstörung wirkt befreiend auf ein anderes Vermögen, das Vermögen der Urteilskraft. Das ist jetzt sozusagen eben die letzte Idee, die Arendt nur noch in Aufsätzen präsentieren konnte, dass man mit einiger Berechtigung das politischste der geistigen Vermögen des Menschen nennen kann. Es ist das Vermögen, das Einzeldinge beurteilt, ohne sie unter allgemeine Regeln zu subsumieren, die sich lehren und lernen lassen, bis sie zu einer Gewohnheit werden, die sich dann durch andere Gewohnheiten und Regeln ersetzen lassen. Also wenn das ist eine Unterscheidung, die, jetzt werde ich hier nicht mehr teilen. Das ist eine Grundunterscheidung, die sie von Kant übernimmt, nämlich die Unterscheidung zwischen subsumierender Urteilskraft und reflektierender Urteilskraft. Subsumierende Urteilskraft ist, das RKI gibt Ihnen die Regel, also gibt Ihnen die Einsichten vor, die Maßnahmen, und Sie subsumieren dann einfach drunter, wo was hingehört, ne? Das ist die sogenannte subsumierende Urteilskraft. Da haben Sie eine Regel und dann haben Sie einen Einzelfall. Und Sie suchen einfach die richtige Regel. Okay, dann haben Sie das, mein Gott, Sie haben die Regel, was ist Mord? Also ich rede jetzt nicht vom RKI, sozusagen, was ist Mord? Da gibt es juristische Definitionen. Und dann liegt da ein Toter und dann müssen Sie überlegen, ob der Tote unter diese Regel passt. Ne? Aber Sie haben eine Regel. Und es ist aber so, dass, wie auch immer, spätestens seit vielleicht einem halben Jahrhundert, eigentlich schon eine ganze Weile länger, wir in der Politik keine gemeinsamen obersten Regeln, Werte oder so etwas haben. Das ist sozusagen, wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft, in der mit verschiedene Weltauffassungen miteinander konkurrieren und verschiedene Prinzipien haben. Beispiel Abtreibung. Da gibt es die Abtreibungsgegner und die Abtreibungsbefürworter und zwischen beiden gibt es im Grunde keine Vermittlung. Und die reflektierende Urteilskraft ist nun genau diejenige, die ist für Arendt die politische, weil politisch ist eben nicht, dass es eine Regel vorgeschrieben gibt. Ja, was da passiert im Moment, ist im Grunde diktatorisch und nicht politisch. Das muss man einfach sehen. Politisch ist, wenn es keine Vorschriften in diesem Sinne gibt, sondern es gibt gemeinsame Probleme, mit denen man sozusagen gemeinsam darüber reflektiert, wie man sie eventuell lösen könnte. Da wäre wieder das Beispiel des deutschen Abtreibungskompromisses, so ein klassischer Fall.
Also die beiden Prinzipien, von denen die jeweils ausgehen, die sind nicht zusammenzubringen. Aber haben wir vielleicht ein gemeinsames Ziel? Ja, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen ja im Grunde auch die Abtreibungsbefürworter wollen ja nicht mehr, sondern weniger Abtreibungen. Und über dieses gemeinsame Ziel könnte man sich überlegen, wie man das gemeinsam erreicht, ohne sozusagen Rücksicht auf die jeweiligen Prinzipien. Und so kam dann eben der deutsche Abtreibungskompromiss damals zustande. Und noch witziger in dem Kontext ist natürlich die katholische Kirche in Deutschland gewesen, die ihre Abtreibungsberatungsstelle eben sozusagen verbot zu beraten. Aber sie wollten natürlich trotzdem beraten. Und dann haben sie eben auf den Schein, die mussten ja einen Schein bekommen. Wenn sie keinen Schein bekommen, gehen sie da gar nicht erst hin. Sie wollen ja eben doch am Ende womöglich abtreiben. Wenn man aber dort gar keinen Schein kriegt, geht man nicht hin. Also sie kriegen einen Schein, aber ein großer Stempel wurde drauf gemacht. Dieser Schein berechtigt nicht zu einer Abtreibung. Er bestätigte aber eine Beratung und das reichte sozusagen in der Klinik aus, dass die das ja, berechtigt, ist nicht unser Problem. Ist beraten worden, kann abtreiben. Sozusagen, das war der unglaublich geschickte Kompromiss der moderaten deutschen Bischöfe, der dann natürlich vom Vatikan, von Ratzinger einkassiert und Johannes Paul II. Einkassiert wurde. Ich weiß noch, hier waren sogar CSU-Politiker waren aus dem Häuschen, als der Vatikan das verboten hat. Dann ist ja die quasi Institution Domum Vitae gegründet worden. Die wurde beschimpft, befeindet, bis sie vor ein paar Jahren dann nach 20 Jahren mehr oder weniger Verdammnis von dem damaligen Nachvorsitzenden der Bischofskonferenz Marx quasi mal, dem wurde jetzt die Hand gerade, jetzt haben sie das irgendwie vom Tisch. Aber sozusagen, wie kommt man zu einer gemeinsamen Lösung, wenn man keine gemeinsamen Prinzipien hat? Und genau das ist die reflektierende Urteilskraft und das braucht man in der Politik. Und das ist sozusagen eigentlich der Höhepunkt der Arendtschen politischen Philosophie. So, jetzt ist die Zeit um und ich denke, ich habe auch das Wesentliche irgendwie rübergebracht. Hoffe ich jedenfalls. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Schönherr-Mann, für diesen wirklich engagierten, schönen, übersichtlichen Vortrag in der gewohnten Präzision und mit ganz großen Bögen vom Nationalsozialismus bis zur Corona-Politik, vom Totalitarismus bis hin zum Schweigen der großen Masse. Wir haben auch schon zwei Fragen und ich würde auch alle auffordern, die noch irgendwelche Fragen haben, die in den Chat jetzt zu stellen. Ich werde sie dann verlesen, beziehungsweise, wenn noch hier jemand im Chat ist bei Jitsi, kann er sie natürlich auch direkt stellen. Die erste kommt von Alfred Betschart, der fragt, Sie sagen, für Arendt war die Ethik in allen höheren Schichten zusammengebrochen. Wie begründet Arendt dann die Existenz einer objektiven Ethik, die sie hierbei voraussetzt? Da würde ich sagen, jetzt haben wir aber eine Rückkopplung. Da gibt es keine objektive Ethik. Das ist einfach der Grund. Also gerade die reflektierende Urteilskraft zeigt ja, dass es keine Ethik geben kann, die irgendwie quasi eine Art Gemeinsamkeit für alle darstellt. Ne? Sondern man kann nur in eben dieser Form, wie ich es jetzt zuletzt geschildert habe, versuchen, ethische Probleme zu lösen. Und das Zusammenbrechen, ich habe das Zitat nicht vorgelesen, das ist sozusagen genau der Punkt, der mit dem anderen Zitat eigentlich deutlich wurde. Die Mehrheit hat sich einfach dem Nationalsozialismus angeschlossen oder hat sich jedenfalls nicht dagegen gewehrt und hat irgendwie mitgemacht. Und
just jene Leute, die sich auf die Ethik berufen haben. Die Gruppen, die kleinen Widerstandsgruppen waren wenige, das waren nicht so viele, wobei das muss man relativieren. Das ist allerdings, egal, das kann ich schnell relativieren. Ich hoffe, ich dauert nicht zu lang. Timothy W. Mason, ein britischer Historiker, hat Anfang der 70er Jahre ein tausendseitigen Band mit Dokumenten der Gestapo, Berichte aus dem Reich. Ich glaube, die sind wöchentlich oder monatlich gemacht worden und sind Hitler überreicht worden. Und die betrafen alle Widerstandsaktionen. Und der hat also ein 1000-Dokumentenband mit gut 100 Seiten Einleitung. Der ist dann, diese Einleitung ist übersetzt, auch auf Deutsch erschienen, Sozialpolitik im Dritten Reich. Und das Interessante ist ja eben, der hat unglaublich viel, hat die Gestapo an Widerstandsaktionen diagnostiziert. Also der Widerstand war gar nicht so gering. Peinlich für die deutsche Historikerzunft ist, dass das ein britischer Historiker 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf die Beine brachte. Während die deutsche Historikerzunft sozusagen sowas überhaupt nicht beachtet hat. Und da kann man sagen, das war aber für Arendt quasi, also das hat sie vielleicht noch mitbekommen, keine Ahnung. Die Zitate weiß ich jetzt nicht auswendig, müsste ich nachschauen. Aber jedenfalls, das hat sie sicher nicht gekannt. Das kann man dagegen halten. Ansonsten, sie hat nicht allzu viel vom deutschen Generalswiderstand gehalten. Da gibt es ein wunderschönes Zitat, die haben sich sozusagen noch Gedanken gemacht, ihren Eid zu brechen und dass ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte, wenn sie gegen Hitler putschen und nicht begriffen, dass sozusagen der Bürgerkrieg das Beste gewesen wäre, was für die Gefangenen in Auschwitz hätte passieren können. Also sozusagen die Position von der Rampe von Auschwitz, die haben sie überhaupt nicht beachtet und haben sich, wie auch immer, Gedanken gemacht, die eigentlich mehr als unethisch waren und eigentlich ethisch sein sollten. Also Eidbrechen. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, Arendt geht nicht davon aus, dass es irgendeine objektive Ethik gibt. Da ist sie Schülerin von Nietzsche, da ist sie Schülerin von Heidegger und selbst Jaspers hat das in dieser Form nicht formuliert. Da ist Kommunikation das oberste Gebot. Glaube an Kommunikation ist der philosophische Glaube, dass sie funktioniert. Und also Arendt hat in der Hinsicht keinen Hintergrund, sondern sie hat einfach gesehen, was passiert ist. Und dass eben in praktisch allen Ländern irgendwie die Kollaboration groß war. Die war auch in Frankreich groß. Und das ist sozusagen der Hintergrund dieser Bemerkung. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Paul Stephan. Der wollte sich einklinken. Ich schalte mich mal kurz zu. Ja, vielen Dank. Also mich hat jetzt die Vorlesung vor allem deswegen so gefreut. Also genau, weil ja im Arendt ja auch gerade, also in den deutschen Medien in den letzten Jahren, der ja auch immer wieder sehr gefeiert wird. Also die Zeit hat, glaube ich, erst vor 2 Wochen oder so irgendwie im auf der Titelseite gebracht und mit der Überschrift die Prophetin der Freiheit, aber sicherlich ist in der Zeit eben zur gleichen Zeit nicht darüber gesprochen worden, dass man gerade ja ausgehend eben von diesem Freiheitssinn genau ja eben die Corona-Maßnahmen, wie Sie ja sehr schön gezeigt haben, auch gut kritisieren kann und eben genau diese Scrummin-Förmigkeit der Medien, Cancel Culture und andere Dinge, über die Sie ja auch schon gesprochen haben. Also ich musste vor allem dabei denken, so an der Stelle, wo Sie sagen, dass man ja quasi im
totalitären Staat quasi schon darauf hier aufpassen muss, seinen eigenen Kindern quasi nichts Falsches zu sagen. Also ich meine natürlich, also ich will jetzt auf keinen Fall die These vertreten, dass wir im Augenblick in einem totalitären Staat leben, aber ich meine, man könnte sich, wenn man sich konkrete Ereignisse der Vergangenheit oder der Gegenwart, eben also die jüngsten Vergangenheit ja anschaut, ja auch vorstellen, dass das heute ja auch immer durchaus der Fall sein könnte, dass im Manfred vielleicht irgendwie den Kindern ja irgendwas erzählt, keine Ahnung, genau, die Kinder petzen das dann quasi irgendwie der Lehrerin und keine Ahnung, ja, klar, natürlich, also man wird jetzt nicht ins Gefängnis gesperrt, aber es könnte dann ja wirklich sein, dass man dann beim nächsten so Elternabend irgendwie zur Rede gestellt wird und verschiedenen sozialen Sanktionen ausgesetzt ist und oder man verliert irgendwie seinen Arbeitsplatz wegen der Äußerungen in privaten Chats oder genau, also man kann ja wirklich sagen, dass es da diese Tendenzen gibt, also das ist ja wirklich nicht ein Hahn herbeigezogen und genau, gut, aber das war jetzt eher ein Kommentar, ich meine jetzt keine Frage, okay, ich hätte mehrere Fragen, aber ich beschränke mich jetzt mal auf die mir jetzt vielleicht gerade am wichtigsten ist. Genau, gut, also ich gehe jetzt einfach mal auf die ein, die ja auch schon gestellt wurde. Sie haben ja gesagt, dass Sie es problematisch finden, eine politische Philosophie auf eine Anthropologie zu gründen. Also was so ein bisschen mit der Frage nach einer objektiven Ethik hier auch verbunden ist. Und ja, genau, und da stellt sich für mich die Frage, also wie soll eine politische Philosophie aussehen, die nicht in irgendeiner Form anthropologische Prämissen hat? Also ist das nicht jetzt irgendwie, also ich meine, ich genau, es gibt halt so Anthropologien, die sehr offen sind und andere, die sehr geschlossen sind, aber ich meine, ich von irgendwelchen anthropologischen Prämissen, selbst wenn sie sehr vage sind, also muss man doch eigentlich fast ausgehen, oder, als politischer Philosoph? Ja, das würde ich, da würde ich dem, jetzt haben wir doch wieder eine Rückkopplung drin, dem muss ich doch widersprechen. Ich denke, man kann sozusagen von Beobachtungen ausgehen und wie sozusagen Politik funktioniert, wie die Menschen reagieren und so weiter und so weiter. Man kann auch durchaus von gewissen Theorien ausgehen, beispielsweise Sartre von der Theorie des Bewusstseins, das die Freiheit ermöglicht. Das braucht man aber gar nicht unbedingt. Man kann einfach sehen, dass die Leute fähig sind, Widerstand zu leisten. Und das ist sozusagen einfach beobachtbar, ob das eine Anlage ist, wem das taugt und so weiter. Ich habe einfach die, also für mich ist die Anthropologie zwar ein interessantes Metier, keine Frage, aber das ist so ähnlich wie mit der Religion. Man kann auf sie nicht wirklich was gründen, weil, mein Gott, man streitet sich halt dann, was ist der Mensch? Ja, dann streitet man sich halt darum. Und dann gibt's halt den Streit der Anthropologien. Der, denke ich, führt nicht allzu weit. In diesem Sinne würde ich lieber von Erfahrungen ausgehen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und mehr oder weniger die Anthropologie, ja, da gibt es verschiedenste, mein Gott. Also eine der interessantesten ist Hans Blumenberg. Die Visibilität des Menschen kennzeichnet den Menschen. Eine sehr interessante Anthropologie. Ist 1000 Seiten Opus, ist irgendwie posthum erschienen, vor 10, 15 Jahren oder so. Geht von Gehlen aus. Der Mensch ist ein Zuchtwesen. Ne? Naja, dann haben wir Sloterdijk, der ist etwa genauso drauf, der ist ja auch Gehlenverehrer und will sozusagen im Grunde, will er die Menschen genauso lenken, wie sie jetzt gelenkt werden. Das ist natürlich damit begründet, dass der Mensch nun mal ein unvollkommenes Wesen ist, ne? Und eben
nicht in der Lage ist, sozusagen seine eigenen Probleme sich damit selber zu beschäftigen. Also das wären so Spannbreiten. Ne? Und wie gesagt, sie können auch aus dem Existenzialismus französischer Herkunft, können sie auch sicher so eine Art Anthropologie machen. Aber ich glaube, so ist er nicht gemeint gewesen. Es ist eine Phänomenologie und die ist eine Bewusstseinsphilosophie. Und natürlich, darüber kann man genauso streiten. Deswegen würde ich lieber die Phänomene, die man sieht, von denen ausgehen. Und da ist die Widerständigkeit etwas, was sich seit dem 18., 19. Jahrhundert verdichtet hat. Das hat es auch schon vorher gegeben, ist klar, aber in dieser Form ist das nicht durch Zufall unter der Herrschaft des Nationalsozialismus wurde das zu einem mehr oder weniger Lebenselixier für viele Leute. Habe ich damit die Frage halbwegend beantwortet? Ja, doch, also genau, ich... Die vielleicht würde ich noch eine Frage stellen, die eines der Rätsel in Sachen der Kommunikation bei mir in der Corona-Krise war, die Frage, wie es sein kann, dass diese Widerständigkeit, die Sie gerade angesprochen haben, von selbst und aus eigenem Willen dermaßen kollabiert ist. Also dass es gab natürlich auch von offizieller Seite Versuche, gewisse Dinge zu unterbinden, aber es hat ja nie in einer totalitären Zensur geendet. Wir haben zwar diese subsumierende Urteilskraft, aber es ist trotzdem, die vor allen Dingen gefördert wird, Zahlen, über die nicht reflektiert wird, aber mit dieser Art der Kommunikationsstrategie, wie sie ja durchaus auch gewollt war in der Regierung, ist ja eigentlich eine Art, vielleicht ein Klima oder etwas Ähnliches entstanden, was daran erinnert, nur noch ein Haushalt zu sein, der gemanagt wird, aber was es ja dann letztlich doch nicht ist. Also die, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, zu dieser Art der einspurigen Kommunikation. Naja, ich meine, wie sie entstanden, also ich finde ich eher erstaunlich, dass man eben sozusagen quasi das war, also die, oder andersrum, die 80% Zustimmung, die sind für mich eigentlich das Verpannte an der Geschichte. Sogar, ich sag mal, dass die meisten Leute irgendwie gesagt haben, okay, ist irgendwie sinnvoll, machen wir mit oder so. Das ist das eine, aber sozusagen die Regierungspolitik deswegen zu unterstützen, es ist ja längst nicht, also daraus folgt das ja nicht notwendigerweise. Also da ist sozusagen ein Moment der mangelnden Reflexion entstanden. Ich meine, was der Stefan vorhin gemeint hat, also sicher, wenn man jetzt das Kindern erzählt, das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gleich irgendwelche Folgen haben. Aber ich kenne selber Leute, die Sorge hatten, dass andere Leute hören, was sie davon halten und denken. Und also diese Befürchtungen, denke ich, sind real. Und vor allen Dingen das Problem ist ja irgendwie, wie geht man mit den Kindern um, denen man auf der einen Seite verklickern muss, wie sie sich benehmen, und auf der anderen Seite hält man das Ganze für Unsinn. Also da ist man ja jetzt irgendwo zu einem ganz blöden Zwischenweg. Da kann man sich dann mit so Prinzipien, wie ich es mal gehört habe, unter Motto, der Furchtsamste gibt den Ton an. Um Gottes Willen, das ist die schrecklichste Maxime, die man sich ausdenken kann. Ne? Das kann man schon innerfamiliär irgendwie so machen, wenn man will, aber das kann man nicht auf die ganze Gesellschaft übertragen.
Und also dieses Element hat mich am meisten gewundert. Und die andere Seite eben, dass sich die Medien nicht kritischer mit diesen ganzen Geschichten auseinandergesetzt haben, das halte ich schon wirklich für ein ziemlich bedenkliches Phänomen. Da hätte wirklich in vieler Hinsicht, also ich meine öffentlich, ja, Bayerischer Rundfunk, ich habe irgendwann den ausgemacht, ne? Weil das war nur noch Staatssender. Und Bayern 3, der Jugendkanal, hat schon letztes Jahr den Namen das Wir-Zusammen-Radio bekommen. Ne? Also das war die Repräsentation dieser ganzen Politik. Und na gut, im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks, da dominiert natürlich, gibt da die CSU den Ton an. Und mir hat zwar eine ehemalige Doktorandin erklärt, die beim BR ist, sie hätte noch nie Druck beim BR erlebt, habe ich irgendwie gedacht, die ist ja wohl nicht mehr ganz bei Trosten. Dabei kenne ich sogar eine wunderbare Geschichte, aber die muss ich ja nicht erzählen. Also Druck wird natürlich gerade im BR mit Sicherheit immer schon ausgeübt. Noch dazu im BR. Und also mit der alten CSU, Strauß und so weiter. Also da kann ich mir noch am ehesten, aber dass eben Medien wie die Süddeutsche und so weiter, dass solche Medien im Grunde in dem Strom mitgeschwommen sind, das halte ich auch für sehr, sehr bedenklich, auch für fragwürdig, für sehr fragwürdig, wie das einfach so zustande kam. Gut, mit einem Blick auf die Uhr, denke ich, kommen wir langsam zum Schluss. Ich möchte Ihnen nochmal ganz herzlich danken, auch nochmal für die schöne Diskussion am Ende und für die klaren Worte. Ich möchte auch nochmal die Möglichkeit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir als ein gemeinnütziger Verein von der Haikionischen Assoziation für radikale Philosophie auch gerne an Mitarbeit, an Beiträgen und auch an Spenden interessiert sind. Und ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, dass die nächste Woche wieder zur selben Zeit um 2:15 am Mittwoch Herr Schönhermann die nächste Vorlesung zur philosophischen Kritik der Corona-Krise halten wird. Diesmal über das Thema Giorgio Agamben, Homo Sacer und das Ende der Politik des guten Lebens. Und in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Abend.